So, ihr Schlawiner, erstmal einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch. Es ist jetzt ein Tag vor der Gamescom. Wir haben es jetzt um 23.38 Uhr. Und wie ihr seht, ich bin schon fleißig am Unterschreiben von den Autogrammkarten. Hier ist noch ein ganzer Karton voll. Und ja, ich bin schon dabei. Ich habe ein paar Fails, ne? So wie sich das gehört. Wisst ihr Bescheid. Aber es sind ja übrig, ich glaube 1000 Stück habe ich bestellt. Das dürfte auf jeden Fall reichen. Ja, ich freue mich auf jeden Fall hart auf die Gamescom. Wir fahren morgen zu einem Überraschungsort. Ja, wir verraten das noch nicht. Für die Leute, die vielleicht aktiv auf Instagram waren oder so, wissen es schon, wo wir jetzt waren. Aber sonst werdet ihr es erst erfahren. Ja, müsst ihr ein bisschen dranbleiben. Ja, was wir jetzt wie gesagt gemacht haben, wir haben noch vorbereitet. Der Laptop hier, das ist unser Schneide- und Videobearbeite-Laptop, während wir auf der Gamescom sind. Und wie gesagt, die Autogrammkarten nehme ich auch noch mit. Jeder von euch kriegt auf jeden Fall mindestens eine Autogrammkarte, wenn wir uns begegnen. Vielleicht verteile ich die noch ein bisschen auf der Gamescom. Und ja, ich und der Philipp, wir können es schon gar nicht mehr erwarten. Ja, der Kameramann steht schon daneben. Nee, wir feiern es auf jeden Fall mega übel. Wir haben heute schon alles zusammengepackt, Auto schon vorbereitet, Auto ist so gut wie schon voll. Bloß, dass wir noch duschen gehen jetzt dann und dass wir morgen wieder fresh sind, weil es eine lange Fahrt wird. Das ist 6 Stunden ungefähr. Ne, Philipp? Ohne Baustelle. Ne? Ohne Baustellen 6 Stunden, das ist hart. Also 6 Stunden bis zu unserem ersten Ziel und dann ungefähr nochmal so mit der Viertelstunde bis nach Köln. Genau. Ja, das also kann natürlich auch schon wieder was eingrenzen. Ja. Ja gut, aber ich glaube nicht, dass die... Ja, wohl, man könnte drauf kommen, wenn man uns kennt. Ja. Wenn man uns so verfolgt auf, bei den Twitch-Streams oder so, könnte man jetzt schon dran denken, so, ah, die Schlawiner fahren vielleicht dahin. Nee, auf jeden Fall... Wir haben jetzt alles vorbereitet, morgen früh geht's los und ich ja, will jetzt auch gar nicht mehr so lange machen, weil wir wollen gegen 6 um 7 wie gesagt, gegen 7 ungefähr aufstehen, sage ich mal, dass wir um 8 losfahren können. Ja, deswegen wird es jetzt langsam Schlafenszeit. Und ja, ich unterschreibe jetzt noch ein paar Autogrammkarten. Ich möchte so mindestens 100 Stück vorbereitet haben und ich kann ja dann Tag für Tag am Abend noch mal was unterschreiben, das wird ja kein Problem. Ja, bis dahin, ich würde sagen, wir gehen jetzt gleich pennen. Bis ihr das und morgen. Wir sehen uns dann, ihr seht uns heute noch, aber wir sehen uns, also wir sehen euch dann erst morgen wieder. Okay, also bis dahin wünsche ich jetzt erstmal viel Spaß und viel Spaß mit dem Intro natürlich. Haut rein, bis gleich. So, wir sind fertig mit Einpacken. Ja, wie ihr gesehen habt. Noch ein bisschen fertig, leicht angeschlagen am Morgen. Was wir jetzt noch machen, sind Wurst kaufen für die Semmeln. Machst du Käse? Nee, nicht so. Okay, dann kaufen wir Wurst. Einfach nur Wurst. Einfach nur Wurst. Fleisch, ja. Komm ein bisschen näher her, dass man nicht erzählen. Exit, ja. So, also wir gehen jetzt noch ein bisschen Wurst kaufen im Edeka. Genau. Dann eingepackt ist er, ihr habt es gesehen. Wir haben jetzt kommt auf die Rücksitzbank. Bisschen gestapelt. Und dann geht's auch endlich los auf zur Gamescom, beziehungsweise zu dem Ziel, wo ihr noch nicht wisst, wo es hingeht. Das ist auch cool. Aber da gibt's kurz Mittagessen, wo wir hinfahren. Das darf ich gar nicht schon sagen. Also richtig, richtig geiles Mittagessen gibt's. Jetzt macht er die Semmel einfach hinten rein. Jetzt klar, fahren wir noch. Oder? Nö. So, danke zu. Okay. Dafür tot. So. Passt. Das ist halt mal ein Auto, ne? Das ist mal ein Kofferraum. Er rennt erstmal die Speziflasche um. Geil. Okay, ich würde sagen, wir sehen uns dann einfach auf der Fahrt. War ich noch her? Auf der Fahrt wieder. Wir holen jetzt noch was zum Essen. So, fahrt rein. Sag mal hallo Philipp. Hallo Philipp. Ist lächerlich. So, meine Freunde. Lass mal kurz hier die Kamera drehen. So. Also, bei uns schaut es aus wie bei Hempels unterm Sofa, das ist nicht mehr normal. Das ist so krass, ey. Also ich bin jetzt ein bisschen nebenbei am Videoschneiden gewesen, ne? Das wisst ihr ja schon, habe ich schon mal kurz gezeigt. Ich bin jetzt schon ziemlich weit, wir sind aber jetzt fast da, an unserem Ankunftsort. 20 Kilometer noch. In 20 Kilometern, ich freue mich wie ein Schnitzel. Ich auch. Aber wie ein richtiges Schnitzel, so richtig durchpaniert schon. So richtig innen paniert, außen paniert, mit Schinken und Käse gefüllt und alles drum und dran, also richtig lecker. okay, voll der Vergleich. We'll be right back.
guckt euch mal den Tannenbaum an, Mann. Was ist denn das? Das kannst du nicht Baum nennen. Hier, was ist das? Und da läuft ein Mann. Hallo. Lustig, Leute zu filmen. Du kannst sagen, wir haben ja die Schnauze, Alter. Oh, wir stehen im Stau. Wir haben jetzt Musik an und die GEMA streitet sich darum. Oh, wir haben Stickoxide. Ja, der hat mir gerade ein neues Wort beigebracht. Ich wusste nicht, dass es Klimaanlage Stickoxide herstellt. Hätte die Klimaanlage nicht mal ein Auto Wir werden euch mal kurz ins Gespräch mit einverwickeln. Also ich habe zum Philipp gesagt, weil er Klima angemacht hat. Ja, ich habe keine Klima in meinem anderen Auto. In meinem neuen schon, also in meinem besseren. Geht aber, die? Ja, ja. Aber ich habe gesagt, wenn alle Autos, die Klimaanlagen besitzen würden, die alle gleichzeitig anmachen würden, würde die Welt sich... Oh, hast du das nicht? Würde sich die Welt bestimmt um ein paar Grad abkühlen. So für kurze Zeit. Ich meine, es würde bestimmt funktionieren. Wenn wirklich alle Autos, alles, es gibt so viele Autos. Ja, aber es gibt viel mehr Luft, alleine über dem Weltmeer, ist so viel Luft. Klar, aber ich meine, das würde bestimmt was bringen. Stell dir mal vor, du lässt eine Stunde laufen. Das bringt gar nichts. Ja, das war gerade mein Gedanke. So. Vielleicht lokal bringt es was. Ja, ja, das schon. Ja, auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall, das war so mein Gedanke und dann eher so, aber wir werden noch Stickoxide freigesetzt. Ja, weil das Auto läuft ja. Ja, die laufen ja auch so. Die laufen auch so. Ja, aber nicht alle gleichzeitig. Ja, und... Ja, auf jeden Fall hat er dann gesagt, Stickoxide, und ich wusste halt nicht, was Stickoxide sind. Du meinst Kohlenmonoxid. Ja, was ist das? Stickoxide. Ja, das kenne ich wieder, weißt du? Stickoxide noch nie gehört. Ihr könnt es auch stecken, pass auf, sind Oxide. Was ist so Oxid? Kohlenmonoxid. Kohlenmonoxid wird der ist ein Stick. Kohlendioxid. Was ist Warum gibt es Kohlenmonoxid und Dioxid schon wieder? Das ist wieder so ein Gedanke. Was ist Monoxid? Ja, Monoxid ist halt mit einem einfachen Oxid, also einem einfachen Sauerstoff und, ja, und die Dioxid ist ein Vierfach. Zwei Oxid, also zwei giftige Stoffe. Oxide. Sauerstoffatome. Ach so, ein Sauerstoff und ein Kohlenstoff zum Beispiel. Und so sind da zwei Sauerstoffe und ein Kohlenstoff. CO2. Ach, oh. Uiuiui. Ui. Damn, son. Ui, Alter, da brennt sich aber. Oh, sieht man's her, Design. Lass mal ein bisschen Werbung machen. Vielleicht gleich mal Geld für ihn. Von ihm. War der bei Elia, der Laden, glaube ich. Hier, World of Pets. Leute, dürft gerade unsere Hörbiene. Oh, Alter, da steht schon. Boah, Digga, ich muss gleich reiern. Bitte hör auf. Ich will gar keine Luft holen. Oh, das ist schon das zweite Mal, dass es nach Tod und Verderben riecht. Oh, irgendwas verwest bei dir gerade. Basti! Geht's dir noch gut? Kannst du noch fahren, ja? Basti! Bitte hör auf, ey. Hier kriegst du die Kamera ins Gesicht, Alter. Leck mich! Sieht aus wie so ein... Das ist schon das zweite Mal. Das stinkt bei mir nicht mal so schlimm, wenn ich Döner und Energy gefressen habe. Kann ich die Flasche mit essen und es riecht besser. Also ohne Scheiß jetzt. Das ist eine externe Verdauung. Oh, Snitch, Alter. Da vorne, die ist hässlich. Oh mein Gott. So, wir filmen mal ein bisschen die Fahrt. Damit ihr ein bisschen was davon habt. Erzeugen, Stickoxide und die Bremsen, Philipp. Ach ja, ich habe Brüllen aufgenommen heute. Das war ja, was Feins. Das war was Feins. Stand auf der Brücke, ich dachte mir so, okay, was geil an diese runter, geil ich mal hoch. Filmen die da oben jetzt? Ja, ist schwierig, wenn der Lastwagen kommt. Guck, wie sie lachen, Alter. Warum lachen sie? Ich weiß nicht. Ich sehe sie auf jeden Fall voll, das war geil. Da steht mit Fernglas. Das sind gerne an Handschuhen an. Handschuhe an, sind Bullen, oder? Keine Ahnung, also wenn die da stehen, dann stehe ich auch da. Kann ich auch filmen. Ja, das ist cool. Lächerlich. Ich hab sie voll drauf. Und dann liegt er da auch alles, aber ich hab die ganze Blickkontakt so. Ja, ja. Was macht der da? Gleich mal raus, Günther, ruf raus. Ja, und ich habe halt wirklich ihre zwei Fratzen so richtig drauf, Mann. So richtig ins Gesicht gezoomt. Wenn sie mich anzoomen, dann zoome ich zurück, Alter.
Bitte schön, 700 Meter rechts abfahren. Auf die B1. Super. Leute, also wir brauchen Dortmund ist gerade sehr anstrengend. Undankbar zu uns. Ja, wir brauchen noch eine Stunde nach Hause. Nicht nach Hause, ins Hotel. Hotel. Nicht so unser Zuhause für die nächsten 4 Tage. Tanke. Na, ich gönne ihm Super Plus, hat er sich verdient nach der Langfahrt. 700 Kilometer genau. Ja, ich zeig's euch später. 700 Kilometer und. Da. Leute, Tank war auf Reserve schon fast zu Ende. Aber trotzdem angenehm. Jetzt hat man zwar noch eine Stunde Stau. Ja, nicht. Aber Stau richtig belastend. So sonst? Nee, hat gepasst eigentlich. Nee, war chillig. Jetzt dann ins Hotel. Ja. Angenehm. Ich will Abend ausschließen, Videos schneiden. Ja, Videos schneiden ohne Ende. Ich baue schon mal die Konsolen auf. Wo ist der Mango? Tja, lass auch mal im Video sein. Okay. Nee, wir bauen jetzt dann die Konsolen noch gechillt auf. Das mach ich, du schneidest, ich mach die ganze Technik. Ich schneide schon mal ein Video, wahrscheinlich vielleicht sogar random, wenn es ziemlich fix geht. Also ich denke mal eine Stunde werde ich bestimmt noch schneiden. Dann mal gucken, Abendessen brauchen wir ja auch nicht, wir haben einen dicken Burger gegessen. Nee, also wir haben noch die Semmeln. Stimmt, genau. Hört nicht auf, oder? Ich glaube, du hast ein Loch im Tank, Alter. Wir sind schon bei 80 Euro, Alter. Ja. Zu dem Geld wohl. Meiner ist bei 60 Volt, bei 60 Euro. Was sind das? 40 Liter, oder? Ja, 40 Liter mehr Tanken. Ah, was? Hier waren nur 5 Liter drin. Ja, sag ich. Hätten wir 50 Kilometer fahren können. Ah, ja, haben wir viel mehr Zeit? 88 mache ich, Nazi confirmed. Also Leute, seht ihr 64. 64 Liter haben wir verfahren. Mit dem guten Schlachtschiff. Jeder Tropfen ist Gold wert. Ja, oder Geld. So Leute, und hier nochmal der Beweis. Von Ingolstadt zu JP Dortmund zum Hotel nach Hürth bei Köln 700 Kilometer. Hier drin sieht's aus, Alter. Wieder die ganzen Kabel immer noch am Start. Vape. Paulane. Spezi. Werbung ist da. Navi. Wir werden uns jetzt auch den letzten Weg heim, also ins Hotel. Hier hinten ist noch unser ganzes Equipment. Da. Und hier noch die Dosen. Ja. Und dann würde ich sagen, Leute, sehen wir uns im Hotel wieder. Und der Mango ist auch da. Da kommt der Herr Mango. Was machst du? Der 88 Euro leichter ist. Ja, ich habe sogar Quittung mitgenommen. Ganz abrechnen. 64, ja genau. Was macht der in Köln? Hausmeistern. Also, okay. Wir sehen uns gleich. Ja, bis gleich. Oder man rede ich echt bayerisch. Egal. Ist halt echt so. Das, Robin, nimm mal. Sacker, das scheiß Navi steckt übelst an, Alter. Die Mare redet die ganze Zeit bayerisch. Bitte ab. Ja, lass mir doch erst mein Geldbeutel. Alle! Dann musst. Nee. Mach lieber rückwärts da rein. Hier ist noch eine, schon. Ach so, ja, aber da steht doch kein Scheiß. So, wenn du den Hund mitnimmst, der muss dann eben auch noch rauskommen, das ist das Problem. Ey, was geht? Schön, dass ihr da seid. Komm rein hier. Die Bude gehört uns für die nächsten 4 Tage und ich schaut echt wirklich gut aus. Überraschend gut.
Schaut euch mal so an, ja, mega viel Platz. Also gut, dass das Bett hier zusammengeschoben ist, das können wir noch ändern, ja, weil Schwule ja, aber ich meine, es wird jetzt nicht so stören, ja, solange Philipp mich in Ruhe lässt in der Nacht. Fernseher ist da, man kann vom Bett aus Fernsehen gucken. Ein kleiner Pissvideo. Oder halt auch Video zocken. Oder PS4. Wir haben alles dabei, wir haben auch einen Router dabei. Genau, das ist die nächste Sache. Das WLAN hier ist nämlich nicht so krass. Haben wir nämlich wie Hunde. Das Problem ist, das WLAN ist. Da. Da ist das WLAN. Und es muss hier rein. Ja, es muss hier rein. Und es ist ein gutes Stückchen. Ja. Auf jeden Fall ist es ja nicht schlimm. Wir haben einen Router dabei und den kann man als Repeater benutzen. Dann stellen wir den Router einfach hier in die Ecke und der hat dann super Empfang und wir haben überall WLAN. Hoffen wir, ist die Logik und die das Theorie. Das funktioniert normalerweise. Ja, aber. So. Also, wozu ich jetzt erstmal kommen wollte. Also, wie gesagt, das sieht eigentlich ziemlich geil aus, das Zimmer so. Bett ist ganz cool. Ja, schön modern eingerichtet. Modernen Boden, wir haben sogar einen Ofen, falls das kalt werden sollte, was um diese Jahreszeit eigentlich nicht passiert. Aber ein Ventilator, was hier noch positiv ist. Genau, ein Ventilator. Dann hier so eine Bank, die sitzt zwar verlegt mit unseren Sachen. Ja, wir haben gerade das alles reingetragen. Aber ist. Scheiße. Eben. So, wir haben sogar eine Zimmerpflanze. Die ist hier verstaubt. Das ist Hildegard. Das ist Hildegard. Nee, das ist. Bertha. Das ist eine. Oh, das ist Samantha. Samantha. Wir überlegen uns einen Namen. Wir überlegen uns einen Namen. Ihr dürft in den Kommentaren einen Namen geben. Hier haben wir auch noch einen. Oh, ja. Ihr dürft ja sogar zwei Namen geben. Also Name Nummer 1 für Baum groß, Name Nummer 2 für Baum klein. Ich werde es aber gleich nochmal reinschreiben. So. Dann hier, wie gesagt, das Chill-Wohnzimmer, sag ich mal. Essecke zum Frühstücken reicht. Also wenn wir wirklich mal was haben sollen. Oder Abendessen. Kleine Chill-Couch, auch eigentlich geil. Hier sind die ganzen Autogrammkarten schon wieder drin. Hier sind noch so ein paar Kartenspiele, hört sich schwul an, sag ich. Kartenspiele, weißt du? Das ist ein Kartenspiel. Ein Kartenspiel? Ja. Aber es ist lustig, weil da schwarze Witze sind und so. Das ist komplett. Es heißt Cards Against Humanity, falls jemand kennt. Genau, das ist nur schwarz. So, da haben wir noch einen Fernseher. Das kennt man sogar relativ viel, weil die Pete's Meats spielen das online. Das ist doch relativ bekannt. Okay, gut. Ja. Dann seht ihr hier unseren Vorrat, dass wir ja nicht vom Fleisch fahren. Ja, pass auf. Guckt den Kühlschrank an. Seid ihr bereit? 3, 2, 1. Dang. Einfach mal schon ein ganzes Kasten Spezi drin. Brauchst du ein bisschen Wurst und ein paar Energies. Das ist mal wirklich. Energies nur noch kaufen wir. Ja, wir haben da vorne einen Rewe. Okay, so. Wenn wir echt Dönerladen. Dönerladen, Eiscafé, Rewe. Fahrschule. So, jetzt kommen wir zum nicht so schönen Teil der Wohnung. Was uns nicht wichtig war. Ja. Also uns war wichtig, dass wir schlafen können und chillen. Ne? Und so dann Küche und so. Wir kochen eh nicht. Juckt uns nicht. Und Badezimmer geht bloß pinkeln. Das ist halt jetzt da, der Rest ist altmodisch. Ja, das ist halt jetzt hier Küche, so WC. Ja, so ist halt der Rest vom Schützenfester, ja. Ist hier ist Küche. Badezimmer, das muss man ja unbedingt sehen. Das ist, hallo! Ist halt ein Badezimmer. Hallo! Und hier ist da ist noch eine Dusche. Ist ein bisschen, kennt man so nicht. Aber ich meine, das reicht eben. Wir wollen ja, nicht hier Partys drin machen, wir wollen hier chillen. Ja gut, Partys, jawohl. Wir wissen nicht, ob jemand in der Nähe ist. Ja, wir laden vielleicht ein paar Leute ein, das haben wir schon ausgemacht. Also aber es ist geschlossene Gesellschaft, Leute. Geschlossene Gesellschaft, genau. Nicht einfach vorbeikommen für die Leute. Hey, die sind im Schütze, komm vorbei, Mann! Nee, also, das ist nicht kann cool. Man schon ausmachen. Also wenn ihr Bock habt oder so, kann man müsst ihr schreiben erstmal. Kann man schon mal schreiben, genau. Sonst finde ich es echt ganz nice. Wir halten uns eben in den zwei Räumen so auf. Eben, ja. Wir gehen also von dem her, das ist total easy peasy lemon squeezy. Jetzt werden wir dann noch gechillt den Router einrichten. Ja genau, ich würde sagen, du schneidest schon mal. Ja, ich muss ja erstmal noch schiffen, wenn du willst. Ja, ich mach das alles mal. Ja, ich schneide schon ein paar Videos für euch. Das sind wir auch wahrscheinlich gleich, was ihr jetzt gerade schon seht. Ja. Und er richtet den Router ein und dann leben wir uns ein bisschen ein. Und morgen geht's schon auf die Gamescom. So Leute, ich melde mich jetzt nochmal. Es ist, schauen wir mal auf die Uhr, 0.06 Uhr. Wir haben uns jetzt langsam eingelebt in unsere Bude. Und ich zeige euch mal, wie wir das Ganze gemacht haben. Und zwar, also quasi jetzt die Bude eingerichtet. So. Wir leben natürlich aus dem Koffer, also wie ihr seht, unser Schrank ist komplett leer. Da ist nur Filmequipment hier. Das zeige ich euch mal noch ganz kurz, damit ihr auch wisst, was ihr hier so habt. Was ist jetzt so? Stativ für große Aufnahmen, also ein festes Stativ. Dann hier das Stativ, das wir morgen mitnehmen. GoPro, womit wir vielleicht so Filmmaterial abfilmen können. Also so vom Bildschirmen zum Beispiel. Hier noch hier ganz viel GoPro-Zubehör. Dann hier noch eine Lampe, falls wir irgendwas in der Nacht aufnehmen. Die Süßigkeiten. Hier noch drei PS4-Controller, weil wir natürlich, wie ihr seht, die PS4 dabei haben.
Dann haben wir hier noch die Wii U dabei. Auch immer noch mit zwei Controller, könnte man auch zu drin spielen. Langes LAN-Kabel. Und ihr wisst ja, glaube ich, ach, wir machen es einfach so heute. Ihr wisst ja, glaube ich, dass wir Probleme mit dem WLAN hatten. Das haben wir jetzt auch gefixt. Ich zeige es euch mal. Und zwar, das WLAN ist ja... ist da hinten. Da hinten. Komm, das stellt nicht scharf. Da ist es. Und ich weiß nicht, was der Basti sich dabei gedacht hat, aber als er bei mir war, ich habe dann noch eine alte Fritzbox, die eine neue gekauft habe bei mir zu Hause. Und Basti hat die bei mir im Zimmer liegen gesehen und hat gesagt, Digga, nimm die Fritzbox mit. Falls wir Internet haben, so können wir uns schon eine eigene LAN-Buchse und alles machen. Und ja, das Problem ist ja, wie gesagt, dass wir sie hinten haben und jetzt haben wir hier die fucking Fritzbox hingepinnt quasi hier und können hier per LAN quasi zum Beispiel die PS4 betreiben und machen uns hiermit halt quasi, weil unser Apartment so weit weg ist, perfektes WLAN in unsere Bude. Weil, war eine gute Idee von mir, ne? Ja, ich hab's gerade schon gesagt, ich wäre da gar nicht drauf gekommen, ich hätte es nicht mitgenommen, das Ding. Und wie gesagt, wir haben mit unseren Handys in unserem Zimmer eigentlich schon fast kaum WLAN, also wirklich nur, wenn man im Fenster steht. Ja, das halt und gefährlich. Das wäre sonst nichts geworden und mit dem Router quasi ist es jetzt perfekt. Ja, da war ich auch mal schlau. Ja. Also höchstens, also wenn jemand, der über 150 Kilo wiegt, die Straße quert, dann wird es schwer, dich mit unserem WLAN empfangen, aber sonst passt. Das passt, glaube ich, nicht so oft. Hoffe ich mal. Und jetzt zeige ich euch mal noch hier. Morgen so eine fette Wanderung. Ich weiß nicht, ob wir das euch schon gezeigt haben. Das Paulaner Spezi, doch, das haben wir schon gezeigt. Haben wir das schon gezeigt? Ja, da weißt du, da habe ich den Kühlschrank gefilmt. Ja. Und Basti hat jetzt gerade... Ja, ich schneide gerade hier das zweite Video hintereinander. Hier? Das ist schon fertig, Mann. Das hier ist... unser Gamescom-Video. Unser Gamescom-Meinungsvideo. Genau. Und hier kommt jetzt unser erster Vlog. Das ist der Vlog 1. Der Montagsreise. Quasi... Wie sagt man Anreisetag? Anreisetag, wo jetzt gerade dieses Video auch noch dazwischen geschnitten wird. Genau. So, also jetzt kennt ihr unsere Technik, wir haben natürlich hier perfektes WLAN. Wir haben ne, ungefähr so. Das ist für die unten. Das ist ganz schwierig, was wir für eine Leitung haben. Das ist eine 16K, wo nicht alles durchkommt. Ja, aber wir haben immer dafür einen 4er Upload, das ist kein 16K. Das ist schon echt komisch. Also wir haben Downloads hier, wir müssen ja sagen, hier für 150 Meter. 5K oder so. 50 Meter von... Ah, das ist schon schwierig, ne? Ich glaube, der 25K wird es bestimmt sein. 50. Der 50er? Wie ja, weit ist denn das von hier? Das sind bestimmt Luftlinie 50 Meter. 50 Meter und dann noch Wände dazwischen, ja. Man weiß, wo der Router steht. Ja. Und wir kommen hier ungefähr so auf 12 M mit Download und 4 Upload. Das werden wir dann mal sehen, was YouTube dann so macht, wenn wir es uploaden. Wir halten euch auf... Eigentlich. Ja. Wir haben jetzt auch schon mal geschaut, die morgige Reise beginnt. Ich weiß. Ist sehr schön. Die morgige Reise beginnt um. Ich hab's mir aufgeschrieben. 6:58 Uhr. 58. 50 geht der Zug. 56 Uhr los. Ja. Das wird hart. Keine 6 Stunden Schlaf. Oder 6 Stunden Schlaf überhaupt. Ja, mehr, weil wenn ich fertig bin, dann habe ich noch 5 Stunden. Das wird lustig, Leute. Ich würde sagen, das war's. Wir sehen uns später. Also wir sehen uns morgen. Das geht schon klar. Ja. Aber schön, dass ich nur meinen Kopf gebildet habe. Ja, aber das wird bestimmt gut aus. Lächerlich, das ist so voll der Selfie-Stick jetzt. Okay. Nee, also, nee. Wenn wir den Kaffee jetzt nicht weiter schneiden. Ich gehe wieder ab und unser alter Ego, das noch eine Abmoderation gemacht hat. Wir freuen uns mega. Alter. Ja, Mann. So krass. 4 Tage auf der Gamescom, 3 Tage auf der Gamescom und 1 Tag in der Stadt. Ja. Schon geil. Also, dann schauen wir mal, was heute noch so ja. Auf uns zukommt, ob wir. Lächerlich, bitte. Sehen wir uns nochmal? Sehen wir die nochmal? Nee, noch, ne? Also, schon beenden. Jetzt schon eigentlich nicht mehr. Das war so der Anreise, Mann. Es gibt's noch mehr. Heute Abend geht nichts mehr. Heute Abend ist tote Hose. Deswegen, ich würde sagen, Leute, schön, dass ihr dabei wart. Ja? Zimmer habt ihr gesehen, die Anreise habt ihr gesehen. Ihr müsstet eigentlich alles wissen. Deswegen, wir sehen uns morgen wieder beim ersten Tag auf der Gamescom. Und bis dahin einen wunderschönen Abend noch oder einen wunderschönen Morgen, je nachdem. Und tu mal den Finger bitte aus meinem Gesicht. Alter, 4,58. Gut. 4,58, meiner kam 3,99. Oh, was? Also Leute, okay, haut rein, es wird schlecht. Ja. Wir sehen uns beim nächsten Video und Dankeschön fürs Zugucken. Ja. Ciao.